Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernraumvideo für den Online-Kurs. In dem Video soll es um ein paar Beispiele gehen, die die Erkenntnisse aus den Mengenvideos und dem Video zu den Intervallen ein bisschen kombinieren und abfragen sollen. Und all diese Beispiele sind quasi aus dem Online-Kurs von Opal, von der Uni Chemnitz. Und falls du Student der Uni Chemnitz bist oder diesen Kurs ohnehin machst, kannst du das da begleitend machen. Der Link ist unten in der Infobox. So, und als erstes haben wir da dieses Beispiel. Das heißt, wir haben zwei Mengen, A und B, und die Menge A enthält die Zahlen 1, 2, 4, 5. Die Menge B enthält 1, 5, 6 und 3. Sieht dann so aus. Und wir wollen jetzt mit unseren Mengenoperatoren arbeiten. Das heißt, wir suchen zuerst die Vereinigung. Also A vereinigt mit B. Wie wir gelernt haben, die Vereinigung heißt nur alles, was in A ist und zusätzlich dazu das, was noch in B ist. Also hätten wir hier die Menge von 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja. Wichtig ist, dass 1 und 5 hier nicht doppelt vorkommen. Ja? Obwohl die in A sind und in B, es geht nur darum, dass jedes Element einmal in der Vereinigung drin ist. So. Als zweites schauen wir uns die Schnittmenge an, also A geschnitten mit B. Die Schnittmenge, das ist ja ziemlich gut deutlich, ist hier dieser elliptische Bereich und genau das ist auch unsere Schnittmenge von A und B oder auch B geschnitten A, das spielt keine Rolle. Und dann schauen wir uns an alles, was in A ist, aber nicht in B. Ja, A ohne B, das heißt in dem Fall ist es dieser Bereich, ja, die 4 und die 2. 4 und 2. Und im Gegensatz dazu B ohne A wäre jetzt dieser Bereich. Ja. Alles, was in B ist, aber ohne diese Schnittmenge, ohne das, was auch gleichzeitig in A ist, also die 3 und die 6. Das wären alle mögliche Mengenkombinationen, die wir uns jetzt hier angeschaut haben, die wir aus dem Video der Mengenoperatoren schon gelernt haben, angewendet auf dieses Beispiel. Fangen wir fort mit einem Beispiel von Intervallen. Wir zeichnen dann mal zwei Intervalle quasi auf einem Zahlenstrahl. Dieses Intervall A ist nach unten offen und nach oben geschlossen, ja, immer die runde Klammer, einmal die eckige Klammer. Und das Intervall B ist an beiden Enden geschlossen. Und jetzt wollen wir unsere Erkenntnisse über die Intervalle kombinieren mit den Erkenntnissen aus den Mengenoperatoren. Das heißt, wir suchen hier jetzt dieselben Sachen. Wir suchen zuerst A vereinigt mit B. Also einfach alles, was A ist und zusätzlich dazu das, was B ist. Das wäre in dem Moment, wir gehen hier runter, hier haben wir die geschlossene Intervallgrenze bis oben nach A, ja, und haben hier auf beiden Seiten dieses Vereinigungsintervalls eine geschlossene Grenze. Schauen wir uns das nächste an, die Schnittmenge. Wir suchen jetzt also A geschnitten mit B. Das heißt, die Schnittmenge, na, man sieht das schon, ist quasi hier dieser Bereich. Ja. Man muss aber halt jetzt immer aufpassen, wie die Intervallgrenzen sind. Sind die offen oder sind die geschlossen? In dem Fall hätten wir hier die offene Grenze von A und es geht bis hierhin, ja, bis zur geschlossenen Grenze von B. Das wäre unser Schnittmengenintervall. Schauen wir uns die Differenzintervalle an. Also, wie sieht es aus mit A ohne B? Und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Wir wissen, wir nehmen quasi alles, was A ist, aber ohne das, was B ist. Und also alles, was A ohne B ist, quasi dieser Bereich. Das ist schon klar. Aber wir müssen aufpassen. Die obere Grenze ist klar. Die muss geschlossen sein. Ja? Also das können wir schon mal hinschreiben. Aber die untere Grenze, naja, wir haben A, nehmen B aber weg. Das heißt, dieses Randelement ist ja in B drin, durch diese eckige Klammer, geschlossener Intervall. Das heißt, in A ist es eben nicht drin, sodass hier unsere Intervallgrenze offen sein muss. Ja? Und ganz ähnlich sieht es aus
wenn wir das eben immer mit Mengendifferenzen machen. Das heißt, wenn wir was wegnehmen, wo das Randelement drin ist, dann ist es natürlich nicht mehr da. Darauf muss man achten. Schauen wir uns das Pendant dazu an. B ohne A. Das heißt, wir nehmen alles von B ohne das von A. Das ist also dieser Bereich hier. Und hier ist der Intervallbereich offen. Das heißt, das Randelement ist nicht in A enthalten und fällt somit mit in B. Das heißt, unser Intervall sieht dann so aus und ist an beiden Enden geschlossen.